Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, sind wir auf meinem Twitter drauf. Da es gestern einen Livestream gab, also einen JP-Livestream, und es wurde Festival Golfer angekündigt. Nicht, wie wir alle dachten, Demon Golfer, also der, wo im Rollstuhl sitzt, sondern der normale Season 2 Golfer, glaube ich war's. Nee, Season 1 Golfer sogar, weil er ist in dieser Rüstung drin. Und ich habe das dann einfach übersetzt aufs Deutsche und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Danach schauen wir uns die Animation an. Also hier sieht man auf jeden Fall, der Golfer sieht so aus. Hat hier diese Attacke und dann eine Ulti, also neue Ulti definitiv. Auf jeden Fall, seine Passive ist, jedes Mal, wenn ein Verbündeter eine Fertigkeit verwendet, erhöht die angriffsbezogenen Werte aller Verbündeten um 2% und die maximale LP um 1%. Limit 10 Mal bei Kampfbeginn. Ist schon gut. Kann man sagen. Also, du nimmst einfach eine Fertigkeit und dann wird dein Angriff einfach erhöht. Wobei, warte mal. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter eine Fertigkeit verwendet, erhöht die angriffsbezogenen Stats aller Verbündeten um 2%. Ah, stimmt, alle bekommen ja. Ja, das ist halt auch relativ gut dann gegen Margaret und Chandler. Weil Chandler, wenn du eine Fertigkeit überhaupt anwendest, egal was, wird ja dein Angriff gesenkt. Und da durch Golfer macht er 2% wieder drauf, aber bei allen, nicht nur bei dir. Das ist richtig krass. Also wirklich deckte Counter zu Margaret und Chandler. Also seine erste Attacke ist, fügt einem Feind Crush Schaden von 450% des Angriffs zu, also Single Target. Wenn der Held 4 oder mehr Ultimate Kugeln hat, verringert die ultimative Move Anzeige des Feindes um eine Kugel. Ah, okay, also wenn Golfer jetzt 4 oder mehr Ultimate hat, Kugeln hat, verringert er die Ultimate-Anzeige des Gegners um eine Kugel. Okay, nice. Crush für jede Ultimate-Bewegungsanzeige, die der Held hat, führt zu 20% Schaden zu. Ja, ist sozusagen wie Detonate, glaube ich. Aber, also glaube ich mal, keine Ahnung. Okay, seine andere Karte, das ist eine Debuff-Karte, deaktiviert alles einschließlich Ultimate-Moves, also auch Ultimate-Moves, okay, krass, außer Debuff-Fähigkeiten. Okay, Debuffs kann man trotzdem noch benutzen. Deaktiviert die Verwendung von Fertigkeiten von Rang 2 und höher. Boah. Verringert die Fertigkeitsränge aller Feinde am Ende des Zuges für 2 Runden. Ja, okay, das, sodass sie halt doch noch die Karten dann benutzen können, falls sie nur Rang 2 hatten. Okay, okay. Sonst wäre es ja viel zu overpowered. Also das ist definitiv auch ein direkter Counter zu Margaret, zu ihrem Buff. Safe. Jetzt die Ulti. Fügt allen Feinden Schaden in Höhe von 8% der maximalen LP zu. Löscht 2 Fertigkeitskarten zufällig. Boah. Also, einfach, das ist so sozusagen wie, wie heißt der, wie Bann, genau, aber löscht noch 2 Fertigkeits-, also nicht die gleiche Ulti, aber ich meine nur wegen der maximalen LP, und löscht dann noch 2 Fertigkeitskarten zufällig. Löschen entfernt Fähigkeiten zufällig vom Ziel, ausschließlich Ultimate Moves, also keine Ultis, okay. Dann auf 6-6, fügt allen Feinden Schaden in Höhe von 40% der maximalen LP zu. Sorry. Löscht alle Fertigkeitskarten. Alle. Oh. Aber hier ist gleich halt, entfernt Fertigkeiten zufällig vom Ziel, ausschließlich ultimative Moves. Ja. Ich würde sagen, schauen wir uns einfach gleich die Animation einfach mal an, oder? Hier habe ich sie. Ja, hier, genau. Jetzt JP. Yo, diese Animation sah krass aus. Ich sag's euch, wie es ist, die Animation sah krass aus. Ja, Mann. Also der Golfer, richtig geil. Richtig geil. Also by the way, ihr könnt mir auch hier auf Twitter folgen, so ist nicht. Deswegen, ich werde wahrscheinlich jetzt ab jetzt alles translaten auf Deutsch und dann habt ihr es auch so auf Deutsch. Weil niemand hat es auf Deutsch translated, habe ich gedacht, komm, mach es einfach selber. Okay, die zweite Karte ist Holy War. Holy War Knight, ja doch, Hauser. Und kurz vergessen, was ich sagen wollte. Und er bufft, also, ja doch, kann man sagen, er bufft ziemlich stark Bann. Und da er ja auch Human ist, wird Bann wieder zurückkommen. Weil jetzt war ja Margaret Matter und jetzt kommt Bann wieder zurück. Weil, ich sag euch die Passive, erhöht den Schaden der verbündeten Detonate-Fähigkeiten um 30%. Und ihr wisst ganz genau, wer Detonate hat. Wir gehen kurz hier. List. Bann.
Okay, musst du hier kurz einen Cut machen. Inflicts Detonate Damage equal to 9% of the Hero's Max HP. Und das ist ja, ihr wisst ja, wie krass die Karte ist. Und hier erhöht den Schaden der Verbündeten Detonate Fähigkeit um 30%, also nochmal 30% drauf. Sehr krass. Fügt einen feinen Schaden von 450% des Angriffs zu und verzehrt 3 Ultimate Move Kugeln. Ähnlich wie einfach Red Escanor. Fügt allen Feinden Detonate Schaden in Höhe von 250% des Angriffs zu. Einfach Detonate Schaden, ganz normal. Dann seine Ulti. Fügt allen Feinden Schaden in Höhe von 350% des Angriffs zu. Verringert die Fertigkeitsränge und verringert dann die Ultimate Move Anzeige um die Anzahl der Fertigkeitsrangverringerung. Also falls du Level 1 hattest, dann wird nicht sehr abgezogen. Falls du aber 3 Level 2 hattest, bekommst du 3 Ultimate Kugeln abgezogen. Fügt allen Feinden Schaden in Höhe von 400% des Angriffs zu. Verringert Fertigkeitsränge und verringert dann die ultimative Move-Anzeige um die Anzahl der Fertigkeitsrangverringerung. Einfach, das macht einfach mehr Schaden, ja. Boah. Also der könnte echt krasser Support sein. Eigentlich mein guter Hauser für Bann. Ich sag euch so, wie es ist. Und jetzt schauen wir uns natürlich auch Hausers Ultimate Move an. Hier. Ja, kann man sich geben, definitiv. Aber ich fühle dann halt mehr Go for Ultimate, sage ich euch, wie es ist. Und dann, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist der Banner. Weil die haben es ja jetzt neu gemacht, dass jetzt einfach keine Festivals mehr in dem Festival-Banner drin sind. Nur halt der Featured, also der Gopher jetzt hier zum Beispiel. Dafür aber halt, dass der Gopher eine höhere Chance hat, dass du ihn ziehst. Jetzt kommt ein anderer Banner, da wo halt Part 1, Part 2 und Part 3 reinkommt. Und Anfang des Monats kannst du eine Festival ziehen, irgendeine. Mitte des Monats kannst du, glaube ich, eine saisonale Charakter ziehen, zum Beispiel Green Gopher oder sowas, also jetzt Halloween Gopher oder so. Und dann Ende des Monats kannst du wie heißt es, da wo Lilia und so ist, diese Original Characters ziehen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Natürlich hier, er hat Raid abbekommen, die Festival, die gefeaturete, aber sonst, da waren halt Dreck, außer natürlich hier Tamiel, Sariel, Excalibur Alpha, gibt's nicht Dinge noch? Nee, okay, ah doch, hier, Zeldris ist auch gut. Wobei, wenn es der alte Zeldris ist, dann nicht. Sorry, bin ein bisschen angeschlagen. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil die Banner sind ja meistens immer relativ schlecht bei Festivals. Außer halt dann 2-3 Charaktere, so wie hier halt Tamiel, Sariel, Excalibur Alpha. Aber ja, müssen wir einfach gucken, was dann auf uns zukommt. Auf jeden Fall, ja, folgt mir auf Twitter. Das war's.